erstmal Dankeschön, dass du das Video angeklickt hast und willkommen bei. Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich muss dich leider heute etwas beeilen. Naja, denn es hat sich herausgestellt, dass unser Trainer ein Xbox-Spieler ist. Und jetzt dürfen alle PlayStation-Spieler aus der Mannschaft erstmal schön joggen gehen. Deswegen sitze ich auch schon bereit wie ein Halbaffe auf dem Stuhl. Naja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal einfach zur ersten Frage. Hey, ja, hast du schon von deinem eigenen Sandwich abgebissen? Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich so viel Zeit mit den Zocken verbringe, habe ich eigentlich kaum Zeit, irgendwie mal Mädels kennenzulernen. Und da bin ich ganz ehrlich, man beißt doch schon mal ab und zu von seinem eigenen Sandwich ab. Newsandwich.com. Da ich aber in einer WG wohne, hat man so gut wie null Privatsphäre. Jetzt geht's los. Was machst du denn da? Und glaub mir, wenn ich sage null Privatsphäre, meine ich null Privatsphäre. Ich sag's dir doch. Was machst du denn da? Ach ja, und für die Mädels unter euch, die jetzt sagen, oh mein Gott, das hätte ich ja nie von dir gedacht. Glaub mir, jeder Junge tut es. Die nächste Frage, die sich doch einige nach dem letzten Video gestellt haben, lautete... Hey ja, wie war eigentlich dein Vorstellungsgespräch? Na, wie einige von euch mitbekommen haben, spiele ich ab und zu mal ganz gerne Call of Duty. Und ich glaube, dass ich für jeden Call of Duty-Spieler sprechen kann, wenn ich sage, dass man durch dieses Spiel auch mal ganz gerne andere Sachen nach hinten schiebt. Hallo? Ich muss noch zwei Bewerbungen schreiben, den Tisch decken, Rasen mähen und dann noch Hausaufgaben machen. Also, ich bin so in 10 Minuten online, ja? Beste, sag ich dir, beste. Trotz allem muss ein bisschen Disziplin sein. Das Vorstellungsgespräch ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Allerdings hat mein eventueller zukünftiger Arbeitsgeber zu mir gesagt, dass ich über meinen eventuellen zukünftigen Arbeitsplatz leider noch nicht sprechen darf. Die nächste Frage war auch ziemlich interessant. Ja, hast du schon mal gelogen? Lecker, kann ich was abhaben? Naja, ich würde dir echt gerne was abgeben, aber wie du siehst, ist das mein letzter Chicken Wing. Kein Thema, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, vielleicht. Leute, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe noch nie gelogen, dann wäre das ja quasi schon gelogen. Das wäre quasi meine erste Lüge. Und da du dieses Video zeitversetzt gesehen hast, hätte ich gelogen, was wieder eine Lüge gewesen wäre. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, vielleicht. Aber nein, natürlich hat man schon mal gelogen, aber je älter du wirst und du reifer du wirst, desto mehr merkst du eigentlich auch, dass es eigentlich nur Pilleball ist. Wie du siehst, ist das mein letzter Chicken Wing. Wo ich allerdings nicht lügen darf, ist bei dem heißen Stuhl. Der kommt jetzt. Ich bin mal gespannt, was ihr für Fragen ausgesucht habt. Ich würde mal sagen, don't set blue 84, blue 84, set Hey ja, darf ich hier etwas fragen? Naja, wenn es sein muss. Hey ja, warum spielst du PS3? Die Frage sollte besser lauten, warum du Xbox spielst. Hey ja, hast du deine Arme auch zum Himmel gestreckt, als Son Goku Energie für seine Genki-Dama gegen Buu brauchte? Meint er das gerade ernst? Hey ja, weißt du, wer ich bin? Ja, normal, du bist Oka. Hey ja, hast du eigentlich keine Hobbys? Doch, ich spiele ab und zu mal so ein Spiel, das heißt Call of Duty. Hey ja, bist du stärker als Sam von Akali? Sam, fuck it. Weiß ich nicht, sorry, Mann. Hey ja, gibt es an deinem Geburtstag Kuchen oder Chicken? Chicken Kuchen. Hey ja, wie groß bist du? 1,97. Hey ja, liebst du mich? Ich liebe dich. Hey ja, warum liegt denn der Stroh rum? Digga, nimm sofort die Maske runter. Hey ja, warum fängst du an Xbox zu spielen? Niemand! Niemand kriegt mich hier schon! Niemand! Niemand! Hey ja! Alter, und da hat sie mich tatsächlich nicht von ihrem Sandwich abbeißen lassen. Ja, so ist es halt in Schwarzwald. Wenn du willst, dann scheißt halt. Jeder Junge tut es.